Hallo zusammen. Ich darf euch jetzt einen Brief von Stella Assange, der Ehefrau von Julian Assange, vorlesen. Am vergangenen Freitag, den 17.06.2022, gab die britische Innenministerin Priti Patel ihre Zustimmung, meinen Mann Julian Assange in das Land zu schicken, das seine Ermordung geplant hatte. Julian ist seit mehr als 3 Jahren auf Geheiß der US-Staatsanwälte in Belmarsh inhaftiert. Er steht vor einer Freiheitsstrafe von bis zu 175 Jahren für die wohl berühmtesten Publikationen in der Geschichte des Journalismus. Patels Entscheidung, Julian auszuliefern, hat Schockwellen in der gesamten Journalismus-Community ausgelöst. Die Innenministerin missachtete die Forderungen von Vertretern des Europarates, der OSZE, von fast 2000 Journalisten und 300 Ärzten, welche die Aufhebung der Auslieferung forderten. Wenn Julian zur Schlafenszeit der Kinder anruft, reden sie ausgelassen miteinander. Die Anrufe dauern nur 10 Minuten. Als neulich Abend der Anruf abrupt beendet wurde, fragte Max, der 3 Jahre alt ist, unter Tränen, ob es daran lag, weil er frech gewesen sei. Ich sagte abwesend, das sei nicht seine Schuld, sondern Mike Pompeos. Der 5-jährige Gabriel fragte, wer ist Mike Pompeo? Mike Pompeo war in meinem Kopf gewesen, denn während die Innenministerin in diesem Land damit beschäftigt war, Julians Ausforderungsanordnung zu unterschreiben, rief in Spanien ein Richter des obersten Gerichtshofes Pompeo an, weil er in seiner Rolle als Direktor der CIA zu den Verschwörungen zur Ermordung meines Mannes befragt wurde. Während er an der Spitze der CIA stand, beauftragte Präsident Trump treuester Anhänger Berichten zufolge, seine Agenten mit der Vorbereitung von Plänen und Optionen für die Ermordung ihres Vaters. Die Information über Pompeo, bevor ein spanischer Richter ihn selbst befragte, stammen aus einer Untersuchung, welche die illegale Spionage von Julian und seinen Anwälten durch ein in Spanien registriertes Unternehmen belegen. Die spanische Polizei beschlagnahmte große Mengen an elektronischen Daten. Insider, die an der Durchführung der heimlichen Operation beteiligt waren, bezeugen, dass sie auf Anweisung des CIA handelten. Sie hatten über die Entführung und die Vergiftung Julians gesprochen. Gabriel war damals 6 Monate alt und war auch ein Ziel gewesen. Ein Zeuge hatte ausgesagt, DNA-Tupfer von einer verschmutzten Windel genommen zu haben, um festzustellen, dass Julian sein Vater sei. Ein anderer gab zu, versteckte Mikrofone unter die Feuerlöscher gepflanzt zu haben, um rechtskonforme Treffen zwischen Julian und seinen Anwälten anzuzapfen. Die Aufzeichnungen von Julians Treffen mit seinen Anwälten in der ecuadorianischen Botschaft in London wurden regelmäßig in die Vereinigten Staaten weitergeleitet. Die Operationen, die auf seine Anwälte abzielten, lesen sich, als wären sie einem sowjetischen Spionage-Thriller entnommen. Auf der anderen Seite des Teiches hatten Verfassungsanwälte seit dem Versuch der Nixon-Administration, die New York Times wegen der Pentagon Papers vor über einem halben Jahrhundert zu verfolgen, davor gewarnt, dass das Spionagegesetz von 1917 eines Tages missbraucht würde, um Journalisten strafrechtlich zu verfolgen. Es war Präsident Obamas Regierung, die den schleichenden Missbrauch des Spionagegesetzes belebte.
Unter seiner Amtszeit wurden mehr journalistische Quellen angeklagt als in allen früheren Regierungen zusammen. Darunter die WikiLeaks-Quelle Chelsea Manning, der CIA-Folter-Whistleblower John Kiriakou und der NSA-Spionage-Whistleblower Edward Snowden. Nach massivem öffentlichen Druck erließ Obama Chelsea Manning einen Großteil der 35-jährigen Haftstrafe. Obama lehnte es ab, Julian wegen der Veröffentlichung von Manning-Leaks wegen der Auswirkungen auf die Pressefreiheit strafrechtlich zu verfolgen. Nach dem Anklagerausch des Spionagegesetzes der Obama-Administration war es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis eine andere Regierung die Auslegung des Gesetzes noch weiter ausweitete. Dieser Tag kam bald genug. Trumps Regierung durchbrach neue Rechtsgrundlagen mit der Anklage Julians, die Manning-Leaks erhalten, besessen und veröffentlicht zu haben. Unterdessen beauftragte Pompeo in Langley, Virginia, die CIA-Attentatspläne. Priti Patels Entscheidung kommt inmitten weitreichender Regierungsreformen und einer zunehmend totalitären Neigung, den Einfluss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu schwächen. Die von der Innenministerin vorgeschlagenen Reformen des British Official Secret Act verfolgen weitgehend die Anklage der Trump-Ära gegen Julian. Verleger und ihre Quellen können als kriminelle Mitverschwörer angeklagt werden. Julians Auslieferungsfall selbst schafft einen Präzedenzfall. Was seit langem als Grundprinzip der Demokratie, der Pressefreiheit verstanden wird, wird auf einen Schlag verschwinden. So wie es aussieht, wird kein Journalist mehr riskieren, dass das, was Julian widerfahren ist, ihm selbst widerfährt. Julian muss befreit werden, bevor es zu spät ist. Sein Leben hängt davon ab. Ihre Rechte hängen davon ab. Das war der Brief von Stella Assange. Ich möchte noch auf eine kleine Aktion der Sammlungsbewegung Aufstehen aufmerksam machen. Das ist die Aktion Heiße Ohren. An diesem kleinen Tischchen kann man so Zettelchen holen. Das sind Telefonnummern und Adressen von unserer Frau, von der Frau Baerbock drauf, dass man sie anrufen kann, damit sie und ihre Mitarbeiter heiße Ohren kriegen. So viele Anrufe sollen bei ihr landen. Eine Art des Protestes. Danke.